Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Wir sind in der Pokémon Akademie und ja, schauen wir uns gleich mal um hier. Suchst du eine Emilia? Die wurde von ins Lehrerzimmer gerufen. Oh, das gibt Ärger. Willkommen an der Akademie. Hallo Neuling, freut mich. Für was? Du redest mit mir? Ich werde schon ganz nervös. Ja. Ich hab Senior Jim mal versehentlich mit Mama angesprochen. Oh, ja. Danke, dass du vorhin so nett meine Frage beantwortet hast. Klar doch. Ich hab mich auch sehr nett hier aufgenommen. Orte, an denen auf der Karte Personen zu sehen sind, könnten etwas für dich bereithalten. Okay. Such dir dein erstes Ziel aus und fang an zu erkunden. Wie jetzt? Ich kann hier nicht so rumlaufen. Gehen wir mal in die Mensa, da ist der Sohn von Professor Futura. Okay. Wer will was sagen? Sandwiches, die man zusammen zubereitet, schmecken noch besser, wenn man sie auch gemeinsam isst. Das ist wahr. Der Junge. Oh, so trifft man sich wieder. Weißt du noch, wer ich bin? Der vom Leuchtturm. Ganz genau. Dein Erinnerungsvermögen kann sich sehen lassen. Du brauchst dich nicht vorzustellen. Dein Name ist Johnny G. Stimmt's? Die ganze Akademie redet über dich, weil du zusammen mit der Schulsprecherin hier aufgekreuzt bist. Normalerweise setze ich keinen Fuß in die Akademie. Aber ich habe extra eine Ausnahme gemacht, um dich, kleine Berühmtheit, zu treffen. Ich hätte da nämlich eine Bitte. Könntest du mir deine Stärke leihen, um meine Träume Wirklichkeit werden zu lassen? Was? Wovon redest du? Hey, da habe ich dich neugierig gemacht, was? Das wird dich jetzt vielleicht überraschen, aber ich liebe Picknicks. Und in der Küche stelle ich mich auch nicht schlecht an. Ich recherchiere im Moment Gerichte, die Pokémon wieder gesund machen. Letztens habe ich in einem Buch ein Kapitel über Gewürze gelesen, die den ganz flott fit machen sollen, wenn man sie zu sich nimmt. Sie werden Geheimgewürze genannt. Von diesen Geheimgewürzen soll es insgesamt 5 verschiedene Arten geben. Man braucht nur an dem Gewürzpulver zu lecken und schwupp. Der Körper erhält Nährstoffe, also eine Packung Curry hätte ich jetzt auch gerne zum Lutschen. Der Kreislauf kommt in Schwung. Der Alterungsprozess wird verlangsamt und das Immunsystem wird gestärkt. Angeblich soll es die Gewürze nur hier in Paldea geben und sind super selten. Aber die Geheimgewürze werden wohl von sogenannten Herrscher-Pokémon bewacht. Deshalb bekommt man sie nicht so leicht in die Finger. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Herrscher-Pokémon ungefähr so aussehen. Das sieht aus wie ein Donphan. Sonderbare Pokémon bevölkern Zone 0. Wir stiegen tiefer hinab und erblickten kompakte und äußerst grausame Wesen, die kaum Pokémon ähnelten. Jedoch mussten wir uns vorerst zurückziehen, da ein Mitglied des Trupps bei einem Angriff dieser Kreaturen schwere Verletzungen erlitten hat. Locker ist das ein Donphan. Da steht sogar. Durch Zufall gelang einem Mitglied des Observatoriums dieses Foto. Zwar ähnelt die Kreatur entfernt den Pokémon Donphan, doch der Textur ihres Körpers sowie der Art der Fortbewegung nach zu urteilen, muss es sich hierbei um eine separate Spezies handeln. Man könnte die Kreatur fast für ein eisernes Rad halten. Okay. Ich würde die Gewürze ja gern selbst beschaffen, aber Pokémon-Kämpfe sind nicht meine Stärke. Freunde mit starken Pokémon habe ich auch keine. Und die Schulsprecherin will ich nicht um Hilfe bitten. Aber du scheinst ein guter Kandidat zu sein. Deshalb wollte ich dich fragen, ob du mir dabei helfen würdest. Naja, nach vorhin. Greifen wir. Halt, Moment, du musst mir jetzt noch nicht antworten. Lass mich einfach schon mal die Orte auf deiner Karten-App markieren, an denen sich die Herrscher-Pokémon vermutlich rumtreiben. Ja. Also du musst mir nicht helfen, aber ich schreibe schon mal überall rein, wo du hin musst. Herrscher der Drachentäuschung, Herrscher der bebenden Erde, Herrscher des weiten Himmels, des verborgenen Stalls und der Steinklippe. Die Aufenthaltsorte der Herrscher-Pokémon wurden auf deiner Karte eingetragen. Der Pfad der Legenden. Demnächst im Kino. Die genauen Details erzähle ich dir später, aber hier, nimm das als kleines Dankeschön. Dafür, dass du mir zugehört hast. Kleine Säckchen Sternstaub. Also dann, denk schon mal drüber nach. Ich glaube, drüber nachdenken brauchen wir gar nicht großartig.
das wird sowieso zur Story gehören. Wenn man isst, bekommt man Esskräfte. Ob sich dadurch auch meine Noten verbessern? Okay. Na, hast du heute fleißig gelernt? Was darf es denn sein? Das sieht echt realistisch aus. Kriegt man ja schon vom Hinsehen Hunger. Wenn Rotom in eine Mikrowelle eindringt, wird es zu einem Hitzerotom. Sein Typ ändert sich dann wohl auch. Angeblich gibt es Pokémon, die sich als Obst tarnen können. Dann gehen wir mal weiter. Es gibt Pokémon, die aussehen wie Obst. Ring. Johnny G, du erhältst diesen Anruf, weil ich dein Handy gehackt habe. Wer ist da? Mein Name ist Cassiopeia. Ich weiß, wer du bist. Ein Pokémon-Trainer mit viel Potenzial. Dieses Potenzial habe ich erkannt und möchte dich daher um etwas bitten. Johnny G, du kennst doch sicher Team Star. Ja. Dann ist die Sache schnell erklärt. Team Star wurde von Schülern der Akademie gegründet, die auf die schiefe Bahn geraten sind. Sie verbreiten Unruhe an der Akademie und machen nichts als Ärger. Dieses Verhalten kann ich nicht weiter dulden. Mein Ziel ist es, Team Star aufzulösen und in Sternenstaub zu verwandeln. Der Name dieses Unterfangs lautet Operation Stardust. Oh, wie witzig. Mit diesem Plan benötige ich Verbündete. Denkst du nicht auch, dass du der Richtige dafür wärst? Jawohl. Du musst dich jetzt noch nicht entscheiden. Mit Informationen hältst du später. Warum wollt ihr denn nicht, dass ich mich sofort entscheiden alle? Das war fast alles. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Bella. Ah, Johnny G. Bitte achte darauf, etwas leiser zu sprechen, wenn du in deiner Akademie einen Anruf entgegennimmst. Oh, Entschuldigung. Du willst doch nicht, dass jemand deine privaten Gespräche mithört. Das kann gefährlich sein. Heutzutage muss man auf so vieles Acht geben. Das ist wirklich nicht leid. Nun denn, auf bald. Was heißt, was ist denn los mit ihm? Ich verspreche mich nur, wenn ich sowas sage, aber er meint sehr ernst. Das ist ein Zoroa. Naja, Team Star. Hat er irgendwas damit zu tun? Der wirkt auf jeden Fall schon mal komisch. Ja, jetzt dürfen wir hier rumlaufen. So. Was wusste ich schon? Dass die Akademie vor 805 Jahren gegründet wurde? Was? Wohin möchtest du gehen? Gehen wir mal ins Lehrerzimmer. Ja, auch nicht schlecht. Eben beschwere ich mich noch darüber, dass ich nicht selber rumlaufen darf und jetzt, wo ich darf. Egal. Na, ob es gleich Ärger gibt, dass wir im Lehrerzimmer rumlaufen. Nun gut, ich zähle auf dich, Champion Emila. Vielen Dank, dass du diese Aufgabe übernimmst. Aber klar doch, überlassen Sie das ruhig mir. Ich freue mich schon richtig drauf. Sehr schön. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Auf Wiedersehen. Hey Baby. Hm? Oh, Verzeihung. Hey Johnny G. Wer war das? Kein Wunder, dass sie deine Neugier geweckt hat. Das war die Nummer 1. Sie ist echter Wahnsinn. Ich wäre auch gerne so stark und cool wie sie. Aber da bin ich nicht die Einzige. Jeder Pokémon-Trainer himmelt sie an. Also sie hat mich schon an Cynthia erinnert. Übrigens, erinnerst du dich noch daran, was ich dich vorhin im Klassenzimmer gefragt habe? Du hast doch gesagt, dass dein Ziel sei, ein starker Trainer zu werden, oder? Ich habe da eine Idee. Willst du nicht auch versuchen, ebenso wie ich den Champ-Rang zu erreichen? Ja, gute Idee. Echt, das ging ja flott, aber lass mich erstmal erklären, was es damit auf sich hat. Danke. Trainer, die den Champ-Rang wollen, trainieren ihre Pokémon, bis sie unglaublich stark sind. Sie sind echte Kampfprofis und die Attacken ihrer Pokémon fesseln jeden Zuschauer. Wenn du von der Pokémon-Liga anerkannt wirst, zeichnet sie sich mit dem Champ-Rang aus. Rang. Aber um dieses Ziel zu erreichen, genügt es nicht nur, Unterricht teilzunehmen. Du musst alle 8 Pokémon-Arenen bezwingen und dir so den jeweiligen Arena-Orden schnappen. Und dann gibt es noch die letzte Hürde, die du überwinden musst. Die Champ-Prüfung. Wenn du die bestehst, erhältst du ganz offiziell den Champ-Rang. Dieser Titel ist eine echte Auszeichnung und der Traum eines jeden Pokémon-Trainers.
Ich will jetzt nicht rumprallen, aber bei der letzten Schatzsuche habe ich den Champrang erreicht. Ach ja, die Schatzsuche ist eine besondere freie Projektarbeit, die bald wieder losgeht. Das letzte Mal fing sie gleich nach der Aufnahme in die Akademie an und ist dafür außerhalb der Akademie unterwegs, erlebt allerlei Abenteuer und lernt ganz auf eigene Faust. Das ist ein Heidenspaß. Wo ich so drüber nachdenke. Vielleicht war ja diese Erfahrung an sich der Schatz, nach dem ich gesucht habe. Jedenfalls habe ich das Gefühl, durch dich noch stärker werden zu können, Johnny G. Weißt du was, ich trage dir einfach schon mal deine Karten herbei. Also irgendwie so, für meinen Geschmack sind die Monologe ein bisschen lang, ne? War richtig gekämpft und so haben wir auch noch gar nicht. Mal sehen. Der Weg des Champs. Denk mal drüber nach. Oh, ein Riolu. Was ist los? Johnny G wird gebeten, sich umgehend ins Büro des Direktors zu begeben. Ich wiederhole, Johnny G wird gebeten, sich umgehend ins Büro des Direktors zu begeben. Na? Aber wir haben doch keine Kinder schikaniert. Wohin möchtest du gehen? Büro des Direktors. Wo sonst? Was ist denn das eigentlich immer für eine Blende? Überblende. Da bist du ja, Johnny G. Danke, dass du hergekommen bist. Gefällt es dir an der Traumakademie? Claro. Oh, das freut mich ungemein zu hören. Du fragst dich vielleicht, warum wir uns vorhin in der Mensa nicht hätten unterhalten können. Doch es gibt einen bestimmten Grund, aus dem ich dich hergebeten habe. Ein Freund von mir hat etwas Wichtiges mit dir zu besprechen, musst du wissen. Ah, ob jetzt der Professor Futura kommt? Oh, er befindet sich nicht hier in diesem Raum. Momentan stelle ich die Verbindung her. Alles klar. Jawohl. Hallo, Johnny G. Es freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Professor Futurus. Ich erforsche die Pokémon im Inneren des Schlunds von Paldea, oder wie es auch genannt wird, Zone 0. Okay. Professor Futurus ist ein Absolvent der Akademie und ein hervorragender Forscher. Ich komme sofort zum Punkt. Johnny G. Matrikel Nummer 805C393. Rig C137. Du trägst ein ungewöhnliches Pokémon namens Miraidon bei dir, nicht wahr? Ja. Ich danke dir für deine Kooperation und Bestätigung der Aussage. Ah, Verzeihung. Das hier soll kein Verhör sein. Genau genommen möchte ich dich um etwas bitten. Um etwas bitten? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, was? Schön, dass es dir gut zu gehen scheint. Einst befand sich Miraidon in meiner Obhut, solltest du wissen. Auch der Ball, den du da trägst, gehörte mir. Du hast ihn von einem jungen Mann namens Pepper erhalten, nicht wahr? Leider bin ich derzeit nicht in der Lage, mich um dieses Pokémon zu kümmern. Daher bitte ich, habe ich eine Bitte. Würdest du an meiner Seite, an meiner Stadt gut, würdest du an meiner Stadt gut auf Miraidon achten? Würdest du an meiner Stadt gut auf Miraidon achten, Johnny G? Würdest du an meiner... Ach, egal. Ich danke dir. Im Augenblick ist Miraidon geschwächt und nicht imstande zu kämpfen. Es scheint zumindest seine Reitform annehmen zu können, die auf Fortbewegung spezialisiert ist. Aber es wird wohl eine Weile dauern, bis es all seine Kräfte wieder zurückgewinnt. Könntest du kurz dein Smart-Rotom rausholen? Dann gebe ich dir noch meine Kontaktdaten. Da kannst du mir mal eine Nachricht schreiben, ne? Du wirst von nun an regelmäßig von mir hören, damit ich mich an dem Stand der Dinge erkunden kann.
Auf bald. Was ist los mit euch? Auf bald. Kommt dieses Pokémon etwa aus Zone 0? Ich hoffe, Turus soll das etwa heißen, du. Ich hoffe, der hat jetzt hier nichts mit hier Team Star zu tun. Der Professor hat dir eine äußerst wichtige Aufgabe anvertraut. Ja. Natürlich wird die Akademie dich dabei mit allen Kräften unterstützen. Ich hoffe, dass du deinen Alltag an der Akademie gemeinsam mit Miraidon genießen wirst. Okay, hier liegt ein Zettel. Den können wir aber nicht lesen. Hallo, Entschuldigung für die Störung. Ach, hier bist du, Johnny G. Kaum kommst du hier an und schon wirst du zum Direktor zitiert. Was hast du nur angestellt? Na, ich mache nur Spaß. Senior Jim hat mich aufgetragen, dass ich dir dein Zimmer zeigen soll. Das ist dein ganz eigenes Reich hier in der Akademie, Johnny G. Am besten gehen wir gleich zusammen hin. Okay. Tada! Das ist ab heute dein Zimmer. Ich tue gerade so, als würde ich jede Ecke davon kennen. Dabei war ich selbst noch nie hier drin. Hehe. Bestimmt bist du von deinem ganzen Trubel deines ersten Tages hier fix und fertig. Weih doch gleich mal dein Bett ein und ruh dich etwas aus. Mädel, was hast du vor mit mir? Wenn du dich schlafen legst, macht das nicht nur dich wieder fit, sondern auch deine Pokémon. Alles klar, wir sehen uns morgen, wenn du wieder in Form bist. Dann können wir auch kämpfen, so viel wir wollen. Also, tschümmelö. Links geht zum Bett. Okay. Hier geht es in dein Badezimmer. Du solltest es immer sauber und ordentlich halten. Ja, wenn ich nicht mal reinkomme. Oh. Bin eingesperrt hier. Hauptsache ein 10-Jähriger hat hier eine Kochplatte stehen. Also ich glaube, ich mit 10 Jahren würde das Sachen drauflegen und ein paar Sachen probieren. Möchtest du dich schlafen legen, um für deinen neuen Schulalltag gut ausgeruht zu sein? Anderes bleibt mir ja gerade nicht übrig. Seit deinem ersten Tag an der Traumakademie ist einige Zeit vergangen. Ja, 6 Stunden oder so. Und nun ist der Tag gekommen, an dem dein wahres Abenteuer beginnt. Krass, also doch ein bisschen mehr Zeit vergangen. Jetzt sind wir gleich so 25, 30 Jahre alt. Haben schon 3 Kinder. 2 geschiedene Frauen. Eine Durchsage an alle Schüler. Warte mal. Eine Durchsage an alle Schüler. Heute beginnt die freie Projektarbeit. Alle Schüler werden gebeten, sich für weitere Details auf dem Sportplatz zu versammeln. Das machen wir jetzt immer. Es ist endlich soweit! Die Projektarbeit fängt an. Ich könnte platzen vor Freude. Los, 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 lass uns gehen. Ja, also. Wohin möchtest du gehen? Sportplatz. Das sieht gerade nicht nach einer Open World Story aus. Im Moment wird uns das alles erstmal vor die Füße gelegt, wo wir hin sollen. Aber das kommt bestimmt noch. Ach, darin. Sind alle anwesend? Hervorragend. Ich erkläre euch nun, was es mit eurer freien Projektarbeit auf sich hat. Auch dieses Jahr lautet das Thema Schatzsuche. Ich möchte, dass jeder von euch in die Welt zieht und seinen ganz individuellen Schatz sucht. Ja, ich glaube. Ihr habt alle euch an der Akademie viel neues Wissen angeeignet. Ich glaube, Nimilas Schatz steht neben ihr. Doch nun ist es Zeit, den Blick gen Horizont zu richten und die Welt zu entdecken. Erkundet die üppige Natur und die reiche Kultur von Paldea. Macht Bekanntschaft mit den Pokémon, die hier leben und lernt die vielen Menschen kennen, für diese Region ihre Heimat darstellen. Wohin wird eure Reise gehen? Wem werdet ihr begegnen? Was werdet ihr erreichen?
Nun, ihr und eure Pokémon. Nur ihr und eure Pokémon. Gemeinsam reisen. Gemeinsam lernen. Gemeinsam fühlen. Findet euren ganz individuellen Schatz und kehrt dann hierher zurück. Ich bin mir sicher, dass ihr euch die freie Projektarbeit über euch hinauswachsen werdet. Und ich bin schon sehr gespannt, was aus euch geworden ist, wenn wir uns wiedersehen. In diesem Sinne, möge die Schatzsuche beginnen. Viel Erfolg. Auf dann. Okay. Ja. Anscheinend haben wir die Schule schon beendet. Auf geht's, die Freiheit ruft. Was haben wir hier denn? Kommen. Das ist das, was Nemila meinte. Was wohl so aussieht wie. Warte. Wie ist denn das? Haben wir gerade drüber gesprochen. Passt gut auf euch, auf euch auf. Und bitte denkt dran, dass das Betreten des Schlunds von Paldea ein Verstoß gegen die Schulordnung ist. Dieser Ort ist viel zu gefährlich. Ich glaube, wir wissen, wer die Schulordnung verletzt. Los, Johnny G, auf geht's. So, ich will noch mal wissen. Ne, falsch. Ich würde gerne noch mal. Miraidon, da steht es ja schon. Okay, dann haben wir es endlich geschafft, hiermit fertig zu werden. Dann können wir ja starten mit unserem Pokémon-Abenteuer. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Auf dann!